Also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Über dieses Geheimnis möchte ich etwas sagen. Dieses Geheimnis wird entdeckt und entdeckt man ganz besonders an zwei Dingen. Geheimnisse sind dazu da, dass sie gelüftet werden. Wenn Geheimnisse entschlüsselt werden, für immer und für alle dunkel und verborgen blieben, dann würde man nicht von Geheimnissen sprechen. Wenn Geheimnisse nie entschlüsselt werden und immer verborgen blieben, dann wären es keine Geheimnisse mehr. Aber Geheimnisse sind nur wenigen bekannt. Wollen wir wissen? Die Frage ist, das Geheimnis dir und mir bekannt? Es gibt nur wenige Eingeweihte und es gibt viele Uneingeweihte. Wenn ihr das hinterher nachlesen wollt, Petra, ich habe dann noch das ganz ausgeschrieben. Ja, ich glaube, dass die alles mitbekommen. Ja, ich muss mal schnell wohin. Es gibt Eingeweihte und Uneingeweihte, die aber draußen stehen. Wollen wir uns von Jesus Christus in dieses Geheimnis einführen lassen? Mit Jesus Christus wird das Geheimnis des Reiches Gottes enthüllt. Es sind also die Interessierten, die Neugierigen, die noch mehr über das Evangelium wissen wollen. Und diese kommen vielleicht in Scharen. Wollen wir aber beobachten jetzt und aus diesem Gesamttext heraus, vielleicht können wir uns noch erinnern, wer war denn besonders in der Nähe Jesu? Vorher und hinterher. Habt ihr gut zugehört? Es sind vorerst die 12 Jünger, die ihre Netze und Fischkutter, ihren Beruf verlassen haben. Und weiter sind es wird von Frauen gesprochen, von Frauen, die mit Jesus gingen, die auch ihre Schwierigkeiten hatten, teils mit schlechtem Ruf, teils mit gutem Ruf. Organisations- und Kochkünste hatten sie. Sie sind vom Geheimnis des Reiches Gottes besonders nah erfasst. Die Frage ist, ob es unbewusst oder noch bewusst ist. Diese kleine Schar wollen wir beobachten. Verstehen Sie das Geheimnis des Reiches Gottes? Oder verstehen die anderen, die da in Scharen zuhören, das Geheimnis des Reiches Gottes? Nun, Jesus spricht also in einem Gleichnis oder mit einem Vergleich. Spricht er. Dies ist das. Manche Menschen sprechen viel in Vergleichen. Aber bei meinem Vater haben sie oftmals gesagt, ich weiß nicht, wovon der alles so redet, wer ihn noch kennt, wovon er redet. Manchmal liegt es, dass der andere nicht offen ist, manchmal liegt es an vielen Beispielen, wo der andere es auch nicht erkennen kann. Das vorhin gehörte Gleichnis wird oft als Gleichnis von dem vierfältigen Ackerfeld. Es fiel auf den Weg, es fiel unter die Steine, unter die Dornen, die Raben fraßen es auf und wie viel geht auf in diesem Gleichnis? 30, 60? Wie viel geht in diesem Gleichnis auf, wie viel Prozent? Hundertfach geht es auf in diesem Gleichnis. Haben wir dies vernommen? Nun, warum spricht Jesus im Vergleich zu dieser großen Menge? Sollten sie nicht so leicht, wie wir im Fernsehen haben, wenn eine interessante Werbung kommt, gefangen werden und mit reingenommen? Macht er es so wie mit Fernsehwerbung, damit die Leute schnell über die Schwelle in die Kirche kommen? Unüberlegt hineinströmen. In der alten Kirche hat man 2 Jahre lang Konfirmandenunterricht oder 2 Jahre lang wurde man unterrichtet und von Christus gelehrt mit allem, was dazugehört. Nun, das Geheimnis spricht hier über einen harten Weg. Das Bild zeigt uns. Der Same wird zertreten von den Vögeln und, was sehen wir, die Raben fressen es. Da ist felsiger Boden, der Same vertrocknet schnell. Dann haben wir noch diese scharfen Dornen, die wir hier gezeichnet haben auf dem Kirchenfenster. Die scharfen Dornen erdrücken. Der Stein Gottes. Da geschieht nichts. Die vielen Probleme und Umwelt und Zerstreuung des Lebens
lassen das Wort Gottes ersticken. Ich will nicht über Einzelheiten etwas sagen, sondern dieses Gesamtbild darstellen. Am Ende taucht endlich der gute Boden auf. Kalos, Agathos im Griechischen. Der gute und schöne Boden des Herzens taucht auf. Und da entsteht auf einem guten und schönen Boden meines Herzens, das ist mein Land, das Land des Herrn Jesus, da entsteht hundertfach Frucht. Ab da hören wir aber nichts mehr von den Kirchenfernen. Da hören wir nichts mehr von den unreligiösen Leuten. Keiner von der Masse stellt Jesus irgendeine Frage hier in unserer Geschichte. Nein, gar nichts geschieht von ihnen hier. Aber dann fangen welche an zu fragen. Wer fragt hier? Die Masse oder die Jünger fragen hier, seine Apostel fragen. Eine Minderheit. Sie denken, sie überlegen, sie stellen dem Meister viele Fragen hinterher. Sie stellen diese Fragen nicht am Meer. Wo stellen sie diese Fragen? In der Masse, wo die Masse sich bewegt und alles kribbelig ist und alles durcheinander. Wo stellen sie die Fragen? Lasst uns zurückkommen in die Stille. Wenn sie alleine bei Jesus sind, es sind also wenige Fragen und es sind noch weniger Prozent als beim vierfältigen Ackerfeld in Matthäus und bei anderen, da haben wir nämlich 30, 60, 80, 100. Also noch viel weniger. Drei Viertel geht nicht auf in den anderen Gleichnissen. Aber hier sind es noch weniger. Es sind 12, die übrig geblieben sind. Wer hören kann, der kann gut hören und lässt sich nicht ablenken vom Inneren, vom Äußeren, wenn er auf Jesus hört. Fragen stellen. Sie stellen Fragen. Es waren nur sehr wenige, die überhaupt echt und recht hören konnten. Der Überrest, das war immer schon im Alten Testament. Was haben wir hier gelesen in Psalm 95? Sie wollten nicht hören. Sie versteiften ihre Ohren und ihr Nacken. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament. Nur ein Überrest hörte wirklich. Und diesen Überrest, den gibt es auch heute. Gehören wir zu dem Überrest, der hören kann? Als erstes, Jesus spricht dann über den zweifachen Zweck der Gleichnisse. Wenn ihr auf den Zettel schaut, der zweifache Zweck der Gleichnisse. Für die einen dient es, dass sie weiterhin verstockt bleiben und blind bleiben. Die Menge auf dem Weg, dem Felsen, unter den Dornen des Lebens, dort soll nichts aufgehen. Bei drei Viertel der Menschen geht nichts auf, obwohl sie das Wort Gottes hören. Ist das nicht ein Schock? Bei uns auch. Die Menge soll hören, doch sie soll nicht verstehen, nicht hören und nichts erkennen. Das ist mehr oder weniger Verstockung und Gericht. Heutzutage gibt es eine Gemeindewachstumsbewegung. Habe ich in 1980 schon in den USA studiert. Menschen, die da viel sich einsetzen. Es ist gut, aber die Gefahr besteht, dass Teile der Gemeindewachstumsbewegung, diese 75%, diese drei Viertel, die nicht aufgeben, über die Schwelle heben des Gotteshauses, um sie in den Gottesdienst zu bringen, also einen Gottesdienst für Ungläubige zu feiern. Das sind die vertrockneten, zerdrückten und aufgefressenen, von Sorge und Lust verzehrten Menschen dieser Welt. Möge Gott uns Weisheit geben, solche Menschen doch unter seinem Gericht zu lassen. Uns aber um den wirklichen Rest zu kümmern. Solche, die wirklich das Geheimnis Gottes erkennen möchten, wie Gott durch sie, durch dich, meint ihr, die Herrschaft aufrichten möchte. Wenn wir uns um die 75% der Verstockten kümmern, werden wir ein geistliches Burnout bekommen. Ein geistliches praktisch Ausbrennen, einen Kraftverlust erleben, wenn wir unsere Energie auch des Heiligen Geistes an solche, die unter dem Gericht stehen und sich nicht bekehren werden, wenn wir die Kraft ausüben. Aber der Heilige
Heilige Geist muss uns Weisheit geben für die anderen, für den Rest. Positiv nun. Das eine ist, die Gleichnisse haben zweifache Bedeutung und Zweck. Einmal negativ. Die einen sollen unter dem Gericht bleiben. Die werden nicht fragen. Aber positiv die anderen. Die Gleichnisse sind ausgerichtet auf die Hörenden. Die Hörenden, auf die Offenen, die das Reich Gottes erkennen und verstehen können. Es ist klar, wer hiermit gemeint ist, und wir haben gehört, wer fragte. Die Jünger. Die Jünger fragen. Sie verstehen noch nicht alles, aber sie fragen Jesus zu Hause, wenn sie zurückkommen. Denn seinen Jüngern ist es gegeben, heißt es, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen und zu verstehen. Ich habe noch drei, wer es mitnehmen will und nachlesen, hat mir zufällig zu viel ausgedruckt auf die Rückseite. Es ist allein die freie Gnade Gottes, die den 12 Aposteln und den nachfolgenden Frauen um Jesus geschenkt wird. Geschenkt, das Reich Gottes zu verstehen. Und Jesus sagt das hier in Lukas sogar im Passiv, in der Leiteform steht, es ist euch gegeben. Es steht nicht, ihr habt es euch genommen. Das ist der Unterschied. Starke Menschen nehmen sich nur etwas, aber begnadete Menschen und demütige Menschen, es ist euch gegeben, wollen wir dieses so empfangen von oben her. Die wirklichen Jünger Jesu hören Jesus Wort und es heißt, es ist dir geschenkt. Es ist dir geschenkt. Ist das nicht wunderbar? Woran erkennen wir denn, dass wir nicht zu dem mehr als 75 gehören, dem das Reich Gottes dunkel und unverständlich bleibt? Woran erkennen wir, dass wir nicht zu der Masse gehören? Der Hunger nach dem Licht. Das zweite Merkmal habe ich da stehen, wer da reinguckt in den Zettel. Peter, du wolltest eins haben. Ja. Mit, guck mal rein, der zweite Punkt. Das, zwei Merkmale des Erkennens, das steht da. Was steht da? Zwei Merkmale des Erkennens. Lasst uns hören, wir, nichts anderes tun. Wir erkennen, dass wir gläubige Jünger sind. Wenn unser Herz unruhig wird, wenn wir fragen, wie seine Jünger nach dem Reich Gottes stellen. Fragen stellen. Lasst uns also jetzt nichts anderes tun, auch nicht auf Handys schreiben oder Messages weitergeben. Wir wollen hören lernen. Ich versuche das auch dahinten. Hören lernen. Das kann niemand im Reich Gottes. Der Junge soll ein Predigtbuch führen und ein paar Punkte reinschreiben und einfach hören lernen. Jetzt kommen wir also, es ist uns geschenkt. Nun, zwei Merkmale. Wir erkennen, dass wir gläubige Jünger sind, wenn unser Herz unruhig wird. Wenn wir Fragen stellen, wie seine Jünger, und fragen wonach, nicht wo bekomme ich das nächste Geld her, sondern nach dem Reich Gottes. Stellst du wirklich viele Fragen über das Reich Gottes, erwartest du Antworten von Jesus. Die Erklärungen aber müssen doch gegeben werden. Auch Jesus lehrte und erklärte. Jesus schulte und unterrichtete seine Jünger wie lange? Von der Berufung bis zur Kreuz in Ewigkeit. Auf Erden. Auf Erden seine 12 Jünger. Er war ein Jahr mit ihnen, Jesus war 2 Jahre mit ihnen, er war 3 Jahre mit ihnen. Deshalb gibt es 3-jährige Bibelschulen, zum Teil sage ich euch einfach. Er schulte sie 3 Jahre lang. Sie waren mit ihm, nicht nur intellektuell, sondern sie sahen und gingen mit und er hat sie korrigiert. Ja, also sie fragten und Jesus hat ihnen viele Antworten gegeben. Er unterrichtete 3 Jahre. Fragen und Antworten gehören zur Lehre. Jetzt frage ich mal den Phil. Wir waren unten gewesen am Donnerstag und wir hatten eine Aufgabe, 12 Fragen vom Kinderkatechismus oder kurz zu kennen und zu lernen. Und wie viele Fragen hattest du in der ersten Woche geschafft, ohne reinzugucken? 32 oder 33 Fragen. 32 oder 33 Fragen. Er hat also
Kann man nicht mehr aufhören dann, ne? Dreimal so viel. Mutti hat gefragt und er hat dreimal so viel noch auswendig gewusst, bis auf ein paar Frontverschiebungen. Von daher prägt das im Leben. Und so, besonders in diesem Alter zwischen 8 und 11 Jahren, kann man noch sehr viel aufnehmen, was dann später auch bringt. Aber Selbstlehre ohne Kontrolle, sage ich einmal, Selbstlehre ohne Kontrolle, irgendwelche Traktätchen und Heftchen und Bücher, die nie Kontakt mit der Gemeinde haben, das ist immer vorsichtig zu behandeln. Denn es gibt alles Mögliche heutzutage, es wird alles im Internet ausgestellt und glaubt nicht jedem YouTube und irgendetwas, was da gezeigt wird. Wie sieht es aber mit deinem Verlangen aus, regelmäßig in der Bibel zu lesen, allein und gemeinsam, zu forschen und zu fragen? Es ist ganz einfach, die Bibel zu lesen. Du stellst einfach nur ein paar Fragen an den Text und du kannst es auch versuchen, selbst zu beantworten. Aber wenn du es nicht schaffst, frag doch den Gemeindepastor oder sonst jemand. Fragen stellen ist wichtig. Wer Fragen stellt, der kommt meistens auch zur Lösung. Aber nicht alle Lösungen sind biblisch, will ich damit nur sagen. Verstehst du? In der Bibelschule. Nun. Möglicherweise geht dann auch in dem guten und schönen Herzen deines Landes das Wort Gottes aus. Sind wir Menschen des guten Landes mit vielen Fragen an Jesus und an sein Wort Gottes? Das ist doch das Zentrale. Und dann kommen wir zu B. Aber hauptsächlich dürfen wir an einem Merkmal erkennen, ob wir das Geheimnis des Reiches Gottes erkannt haben. Das erste Merkmal war, wir stellen Fragen. Fragen an Jesus, sein Wort. Und das zweite Merkmal ist, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, werde in das Himmelreich kommen. Jesus ist mein Herr. Tut ihr auch, was ich sage, fragt er dann. Sind wir Menschen, die, wie unser Text sagt, mit einem schönen und guten Herzen hören? Gute und schöne Herzen sind durch den Heiligen Geist wiedergeboren, von oben wiederhergestellt und sie werden Frucht hervorbringen. 75% der anderen Menschen hatten Glaubenswurzeln oder keine. So allgemein. Nein. Hatten keine. Glaube ich nicht. So wie es auch unser Bibeltext sagt. Der steinige Weg, der felsige Weg, der dornige Weg, da war es draufgefallen, es ging nicht auf. Wie wird nun diese Frucht aussehen? Damit will ich zum Schluss auch kommen. Wir könnten das natürlich bei jedem einzelnen Herzen, dem steinigen, dem felsigen, dem dornigen, jetzt versuchen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte nur die zwei Gruppen, die wir am Anfang schon gehört haben und überdacht haben. Welche Gruppen haben Jesus am Anfang schon mitbegleitet? Das waren die zwölf Jünger und die Frauen, die mit ihm waren, die gekocht und organisiert haben, steht am Anfang. Und hier wollen wir uns darauf kurz einlassen. Hier im Text werden uns besonders die Apostel und die Frauen vor Augen geführt. Und die einen gaben sogar ihren Fischerberuf auf. Ihr wisst, dass ich früher Polizeibeamter in Frankfurt war. Das war nicht so einfach. Und teilweise haben sie sogar ihre Familie aufgegeben und Wochen und Monate und Jahre lang sind sie gereist. Männer müssen es lernen nun, erst was für die Männer und dann für die Frauen und dann sind wir fertig. Also Männer müssen es lernen, was? Auch als Rentner und als Schüler und als Studenten, Männer. Jesu Beruf für sein Reich ist wichtiger als Arbeit. Jesu Berufung in sein Reich ist wichtiger als Arbeit und wichtiger als Schule. Trotzdem musst du gute Noten schreiben. Wer nur das Wichtigste des Reiches Gottes an erster Stelle stellt, wer das Wichtigste des Reich Gottes an erste Stelle stellt, der bringt Frucht für das Reich Gottes. Das Reich Gottes an erster Stelle. Als Rentner, als Student, als Schüler, im Beruf steht er. Das Reich Gottes zuerst. Wenn wir das hinten anstellen, wisst ihr, dann geht das alles unter.
Alle 12 Jünger lernten von Jesus, folgten ihm später und was taten alle 12? Sie verkündeten als Apostel das Evangelium. Deshalb ist es für die Männer wichtig, dass gerade sie das Wort Gottes und das Evangelium gut kennen. Und in der christlichen Gemeinde sind meistens 75% Frauen und vielleicht nur noch 10% Männer, die kommen in den Gottesdienst. Aber von der Frage ist, von den 10%, wie viel kennen sie das Evangelium? Ich wollte noch was sagen, weil Sie haben mir eben das mit dem Fenster erklärt. Und das mit den Raben, die Dornen und die Steine, wo das Saatgut drauf gefallen ist, das sind vielleicht die unreinen Leute, weil bei denen ist das ja mit Gott untergegangen und bei denen, wo es auf die Wiese gefallen ist oder aufs Land, wo es dann gewachsen ist, das sind vielleicht die reinen Leute, die halt an Gott glauben. Reines, guten Herzens sind, die an Gott und an Jesus glauben. Danke, dass du so gut zugehört hast. Und nun kommen wir zu den Frauen, dann will ich wirklich Abschluss machen. Wir haben leider kein Mädchen hier in der Konfirmandenstunde, die das so darstellen kann. Nun, dann heißt es, was lernen wir hier von den Frauen? Wie bringen sie Frucht? Einige von diesen Frauen waren damals innerlich gebunden, emotional gefesselt. Einige hören wir sogar, sie waren vom Teufel belastet. Als sie befreit waren, setzten sie sich ein und dienten Jesus. Egal, wie wir als Frauen emotional anders denken, ich habe 5 Frauen hier an einem Tisch gehabt, jetzt nur noch leider eine. Ich kann ein bisschen mit dieses auch verstehen. Maria denkt und handelt anders als Petrus. Und sie werden von den Männern auch anders beurteilt und die Frauen anders. Wollen wir das einfach mal so stehen lassen? Aber da waren einige dabei, die waren belastet. Wichtig ist, dass wir als Frauen von irgendwelchen Belastungen und zu sehr emotionalen Richtlinien verstandesmäßig auf das Wort Gottes und auf Christus hören. Immer wieder sagen, nicht sagen, ich habe den Eindruck, sondern das immer wieder prüfen. Diese Frauen, egal wo sie hier kamen, die einen waren sogar sehr reich und haben viel Geld mitgebracht, die haben alles hinter sich gelassen, alle Fesseln des Geldes und der irgendwie emotionalen Dinge, die sie bedrückten. Sie haben alles hinter sich gelassen und sie organisierten, das ist verstandesmäßig was, sie organisierten was für das Reich Gottes. Und ich muss einfach sagen, in unserer Kirche, wenn es nicht die Frauenbewegung gegeben hätte, wären die Missionare nicht in unserer Kirche bis nach Indien gegangen und haben da vor 100 Jahren ein Krankenhaus aufgebaut. Das waren die Frauenbewegungen, die sagten, habt ihr denn Geld für sowas? Wie plant ihr denn das? Die haben gesammelt. Und wenn wir nach USA kamen, dann wurden wir manchmal gefragt, wie sieht denn das mit eurer finanziellen Unterstützung aus in Deutschland? Haben die Männer nicht nachgefragt. Also, die Frauen bereiteten das tägliche Mahl für mindestens 13 Männer mit Jesus und sie planen und für alle mitfolgenden Frauen, die auch noch dabei waren. Sie planten, sie schwitzten, sie wirtschaften, sie gaben ihr Geld für den Unterhalt für Jesus und seinen Jüngern. Und ohne dies wäre das Reich Gottes wahrscheinlich in der Mission nicht so aufgegangen. Und dies taten sie einmal in ihrem Leben, Tag für Tag. Beständig das Lebensziel Reich Gottes. So die Frauen und die Männer fürs Evangelium. Die 12 Apostel und Frauen um Jesus waren Menschen des guten Landes, Menschen mit einem schönen, guten Herzen, die immer und immer wieder sich so für das Reich Gottes und seine Ausbreitung einsetzten. Keine Alltagsfliegen waren sie, wollen wir das auch nicht sein. Bist du solch ein Mensch des guten Herzens, der sich so einsetzt, solche Frucht zu bringen? Muss ich mich auch überfragen. Unsere Verantwortung besteht aber nicht nur im Hören, nicht nur im Fragen über das Reich Gottes. Und Fragen über das Reich Gottes stellen, das kann vielleicht sogar jeder. Sondern Frucht für das Reich Gottes so lange zu bringen, wie wir leben. Wollen wir die Frucht bringen, wie die 12 Jünger, wie die Frauen um Jesus? Wenn wir dies tun, dann haben wir das Geheimnis des Reiches Gottes erkannt. Fragen, Antworten und Frucht bringen. Dann werden wir Anteil daran haben. Amen. Amen.